Wenn man jetzt eine GmbH gründen möchte, hat man da eine Erleichterung? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Statzinger, das ist meine Kollegin Adelaida und wir besprechen heute die steuerlichen Neuerungen im Jahr 2024. Es hat sich ja einiges getan und wir besprechen jetzt wirklich die wesentlichsten Themen für dich. Ja, es gab einige Änderungen dieses Jahr, Philipp. Was liegt dir am Herzen? Was war das Coolste deinerseits, was die Regierung für uns getan hat, uns Unternehmer? Du weißt ja, dass ich ein Fan von der GmbH bin. Ja. Deshalb würde ich eigentlich gern mit den Neuerungen bei der GmbH starten. Mhm. Die sind eigentlich recht simpel. Einerseits ist der Körperschaftssteuersatz von 24% auf 23% gesenkt worden. Wow. Das war wirklich sehr, sehr gnädig. Aber nicht nur das, sondern auch, wenn man jetzt eine GmbH gründen möchte, hat man da eine Erleichterung. Früher waren es ja 35.000 Euro Stammkapital, das heißt mindestens die Hälfte davon, 17.500 hast du einzahlen müssen. Mhm. Und jetzt ist es zumindest auf 10.000 Euro reduziert worden. Mit einer Einzahlung von 5.000 Euro. Genau, mindestens die Hälfte, 5.000. Und on top kommt noch die FlexCo als neue Gesellschaftsform. Mhm. Und da kannst du sogar schon mit 2.500 starten. Mhm. Für wen ist die FlexCo? Das ist für Jungunternehmer, die gerade auch vielleicht nicht das notwendige Kapital haben für Mitarbeiter, weil da gibt es einige Möglichkeiten, wie du Mitarbeiter laufend beteiligen kannst und etwas weniger Gehalt zahlst. Aber ich glaube, von der FlexCo bist du ja nicht so begeistert. Nein, also ich bin nie von Dingen begeistert, die neu sind. Also das beste Beispiel ja war die GmbH Light im Jahr 2013. Die gab es dann ein halbes Jahr und ist dann verschwunden. Ja. Mhm. Warum? Weil es nicht gut geklappt hat. Das heißt, ich sage immer, lass uns mal schauen, was bringt die FlexCo, wie funktioniert die FlexCo, wie wird sich das rechtlich entwickeln. Und erst dann, wenn ich sehe, okay, es funktioniert und die Mandanten müssen jetzt nicht herumwechseln, werde ich es natürlich auch meinen Klienten empfehlen. Aber zurzeit sage ich immer, bitte die FlexCo auch mit Vorsicht genießen, weil who knows, was alles jetzt rauskommen könnte, was doch nicht mitbedacht worden ist beim Gesetz. Ja. Und gerade auch die das Stammkapital ist in beiden Fällen 10.000. Gut, beim einen Fall kannst du sogar nur 2.500 einbezahlen, aber ansonsten ist man mit der GmbH sicher jetzt auch schon ganz gut aufgestellt, wenn man nicht mehr so viel vorausstrecken muss, beziehungsweise die Stammeinlage, die kann man auch verwenden im Unternehmen. Die ist ja nicht eingefroren, genau. Das wissen ja auch nicht viele. Genau. Also ob du jetzt 2.500 einlegst oder die 5.000, du kannst ja mit dem Geld arbeiten. Genau. Ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt auch derzeit, wenn man jetzt wenn man sich den Markt anschaut und die Regression und dass es einigen Unternehmen nicht gut geht, ja, und einige Unternehmen doch fürchten, dass sie mit ihrem Unternehmen nicht weit kommen oder dass sagen wir mal so, dass ihr Unternehmen den Bach runtergehen könnte. Für die ist das jetzt sozusagen auch ein großer Vorteil. Warum? Viele haben nur 17.500 eingezahlt, statt die vollen 35.000. Und das war ja immer wichtig, das volle Stammkapital einzuzahlen wegen der Haftung. Ja. Das heißt, diese Unternehmer, die sehen, okay, Gefahren in Aussicht sehen, könnten jetzt auch eine Satzungsänderung durchführen, ihr Stammkapital herabsetzen auf 17.5 beispielsweise, das, was sie ursprünglich eingezahlt haben, und wären dann auch nicht mehr haftbar, weil sie ja das volle Stammkapital eingezahlt haben. Also irgendwo hat die Regierung jetzt schon mitgedacht in diesen Zeiten, in denen wir sind, dass sie auch diese Unternehmer irgendwo schützen oder ihnen helfen. Also ein guter Ansatz. Es ist immer noch fraglich, wie kommt es dann auf den Markt an, wenn ich dann nur 5.000 Euro Stammkapital eingezahlt habe, so wie früher bei den Gründungsprivilegierten? Oder wie kommt es auf den Markt an, wenn ich nur 2.500 Stammkapital eingezahlt habe und dann mit renommierten Unternehmen arbeiten möchte, die halt ein ziemlich hohes Stammkapital haben? Und die im Firmenbuch dann genau das nachschauen. Genau. Ja. Also es ist eine Abwägungssache, aber finde ich zumindest gut und ja. Also das ist einmal die GmbH-Perspektive, was sich getan hat, was ja letztes Jahr schon ein Thema war und was ja auch dieses Jahr ein Thema ist, ist die kalte Progression, die da abgeschafft wurde. Die wurde nicht abgeschafft, darf ich das jetzt gleich sagen? ich will da gleich eingreifen, es tut mir leid, also kalte Progression abschaffen, das sagen sie ja schon seit 3 Jahren, aber wenn man sich das anschaut,
die haben ja die Steuer die letzten 16 Jahre davor, also 13 Jahre davor, nicht geändert. Und jedes Jahr hatten wir aber eine Inflationsanpassung von 1,5 bis 3%. Das heißt, hätten sie die kalte Progression zur Gänze abgeschafft, dann hätten sie ja alle Inflationsmitwirkungen mitgedacht und dann wäre das wirklich ein Vorteil für alle gewesen. Vor allem, wenn man sich das anschaut, sie haben das stufenweise gemacht über 3 Jahre. Ja, nett, danke, danke, liebe Regierung. Aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich denen geholfen hat, die diese Hilfe gebraucht haben, und zwar Geringverdienern. Ja? Das, was sich auch jetzt dieses Jahr getan hat, was auch ein bisschen positiv ist, sie haben die steuerfreie Grenze erhöht auf 12.816 Euro. Das heißt, die 11.000 Euro, die mal waren oder das danach, die sind jetzt weg. Das heißt, bis 12.816 Euro darf man steuerfrei dazu verdienen. Und sie haben einige Absatzbeträge erhöht. Ja. Aber dafür haben sie halt andere nicht erhöht. Andere Sachen bleiben schon seit 10 Jahren oder mehr genau gleich. Beispielsweise Luxustangente, Kilometergeld. Ja. Genau. Die bleiben von der Inflation scheinbar verschont. Genau, weil bei der Luxustangente haben wir jetzt welche Grenze nochmal? 40.000 Euro. Das bedeutet also für die Zuseher, die das nicht wissen, Autos, wenn du dir anschaffst, kannst du in einem Maximalbetrag von 40.000 steuerlich ansetzen. Mhm. Auch nicht in einem Jahr, sondern halt über Jahre verteilt über die Abschreibung. Aber egal, ob das Auto 100.000, 200.000 kostet, du kannst maximal 40.000 davon steuerlich deinen Gewinn minimieren. Ja, und das ist eigentlich der Urschwachsinn, wenn man das jetzt bedenkt, weil die Autos werden teurer, so wie alles. Essen wird teurer, Autos werden teurer, alle Kosten werden teurer. Also müsste man ja eigentlich diese Luxustangente auch hinaufsetzen. Ich meine, vor 15 Jahren war ein Auto um 40.000 schon ein ganz gutes Auto. Mhm. Heutzutage um 40.000 bekommst du, ja, ein Mittelklasse-Auto, wenn du ein bisschen Ausstattung hast, ist ja schon drüber. Ja, das ist vollkommen richtig. Und beim Kilometergeld, ich glaube, das hat sich ja seit den 2000ern nicht mehr geändert. Da sind wir auch bei 0,42 Cent pro Kilometer. Und wenn man sich die Treibstoffkosten anschaut und die Versicherung und das alles in einen Topf wirft und dann auf den Kilometer hochrechnet, kommst du sicherlich auf höhere Kilometergeldkosten. Ja. Autoabnutzung ja sowieso genau. Auch, die ja mit abgegolten sein sollen. Genau, also dann kommst du immer auf eine höhere Kilometergeldkosten eigentlich als das, was uns jetzt die Regierung zur Verfügung stellt. Das ist die 0,42 Cent, das ist, ich weiß nicht, sagt man utopisch zu sowas oder nicht gut mitgedacht. Und das, ja, also es gibt leider Beträge immer noch, die sie nicht erhöht haben oder nicht an den Preisen angepasst haben, in denen wir heutzutage leben. Ja, also so viel zum Thema kalte Progression wurde 2023 abgeschafft. Ja, aber ja, was hat sich sonst getan? Mitarbeiterbeteiligung? Ja. Entschuldigung, Mitarbeiterprämie. Mhm. Ja, also bei der Mitarbeiterprämie, wir hatten ja letztes Jahr die Teuerungsprämie. Und es gibt einen kleinen, dezenten oder ein paar kleine, dezente Unterschiede zur Teuerungsprämie. Letztes Jahr war es so, man durfte insgesamt 3.000 auszahlen an Teuerungsprämie, ja, aber 2.000 waren nicht lohngestaltend. Das heißt, 2.000 konntest du an alle Mitarbeiter auszahlen. Und wenn du noch die zusätzlichen 1.000 auszahlen wolltest, dann musstest du dich dann musste man sich daran halten, okay, zahle ich das an alle Angestellten aus, zahle ich das an alle Berufsgruppen aus, dieselben sind, ja, also man musste gewisse Dinge beachten. Und jetzt bei der Mitarbeiterprämie, es ist auch wegen der Inflation, das darf man nicht vergessen, aufgrund von den Teuerungen zahlt man den Mitarbeitern eine Prämie aus und nicht aufgrund der Leistung. Das war auch bei der Teuerungsprämie nicht möglich, dass du aufgrund der Leistung einem Mitarbeiter die Prämie auszahlst. Und was ist anders jetzt bei der Mitarbeiterprämie? Du kannst den Mitarbeiter bis zu 3.000 Euro Prämie auszahlen, ja. Wenn es kollektivvertraglich geregelt ist, perfekt. Wenn es aber keine lohngestaltete Regelung gibt, dann musst du eine Betriebsvereinbarung machen. Ja. Das heißt, es gibt keine Einzelvereinbarung mehr, es muss eine Betriebsvereinbarung machen. Das heißt, du musst das mit allen Mitarbeitern machen. Das heißt, alle Mitarbeiter bekommen jetzt eine Mitarbeiterprämie. Das ist jetzt der Unterschied sozusagen zur Teuerungsprämie. Einige Juristen empfehlen gar nicht, das auszuteilen, weil es gerade ein sehr hakliges Thema ist.
In Sachen Anspruch nämlich. Ja, genau, in Sachen Anspruch. Gerade wenn man es nämlich in die Betriebsvereinbarung reinschreibt, dann muss man es denen ja dann im Normalfall wirklich jährlich geben. Aber Prämien sind ja an sich gedacht, um Incentives zu bieten für gute Arbeit und jetzt nicht einfach fix jedes Jahr ausbezahlen. Genau. Deshalb ist halt jetzt, war keine geschickte Lösung eigentlich. Ja, wir schauen einfach, wie das Jahr 2024 wird. Ja. Ansonsten, der Gewinnfreibetrag gibt es ja. Der Gewinnfreibetrag wurde von 4.500 maximal, der Grundfreibetrag, Entschuldigung, für Unternehmer von 4.500 auf knapp 5.000 angehoben. Also auch wirklich sehr, sehr großzügig hier erhöht worden. 4.950. Ja. Ja, nur kurz zur Erklärung. Also, damit die Zuschauer auch verstehen, worum es geht. Früher war es ja bis 30.000 Euro der Grundfreibetrag. Das 15% bis 30.000, genau. Genau, 15% bis 30.000 und jetzt sind es 15% bis 33.000. Das heißt, bis 33.000 kriegt man 4.950, ja? Also nicht bis, aber ja bis. Und da alles, was über 33.000 ist, bleibt der Betrag immer stativ. Ja. 4.950. Genau. Genau, das hat sich auch noch geändert. Ja, bei den Überstunden gibt es ja auch noch was. Genau, also bei den Überstunden ist es früher immer so gewesen, im Monat waren 10 Überstunden bis zu einem Betrag von 86 Euro steuerfrei. Jetzt ist das gestiegen, also 10 Überstunden sind bis zu 120 Euro steuerfrei und es gibt jetzt auch eine befristete Regelung. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob sie durch ist, aber ja, befristet bis 2025 18 Überstunden bis 200 Euro steuerfrei. Das heißt, man versucht hier auch bei den Mitarbeitern, den Unternehmen ein bisschen zu helfen, den Mitarbeitern auch eine kleine Freude zu schaffen. An der Mehrarbeit. Ja, doch zu animieren, Überstunden zu machen. Naja, das waren jetzt ein paar Einblicke, die wir hier wiedergegeben haben. Es gibt natürlich sehr viele Detailsachen, die geändert worden sind. Ja klar, wir können jetzt nicht alles, aber das waren eigentlich schon die wesentlichen Sachen, gerade auch für Unternehmer. Genau. Und wenn man laufend wissen möchte, was es Neues gibt, kann man einfach auf unseren Podcast reinschauen, oder? Stimmt eigentlich. Ja. Laufend dem Kanal folgen, das Video auch gerne liken. Genau, ja. Und da kriegt man die neuen News mit. So, also das waren die wesentlichen Neuerungen im Jahr 2024. Ich hoffe, du hast dir ein paar neue Infos mitnehmen können. Wenn du keine weiteren Steuerinfos verpassen möchtest, folg gerne dem Kanal, lass ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal.